konnte das nur passieren. Was sollen wir nur machen? Sie ist tatsächlich abgestürzt. Komm doch, wir müssen weiter. Das kann doch nicht sein. Komm endlich hin. Das war doch kein Unfall. Weißt du mir, wo es hingeht? Zu Aris Haus, in Sektor 5. Wartet Marlene dort? Dort oder nirgendwo. Sag doch einfach ja! Schenk mir etwas Hoffnung! Selbst wenn wir sie doch nicht dort finden. Tut mir leid, meine Nerven liegen vollkommen blank. Tifa, was weißt du über das alte Volk? Ehrlich gesagt nicht wirklich viel. Kommt auf den Büchern über den Planeten vor. Das Volk, das diesen Planeten besiedelt hat. Angeblich konnten sie mit ihm reden. Darum haben die Turks es also auf Aris abgesehen. Auch in mir fließt das Blut des alten Volkes. Ich bin der wahre Erbe dieses Planeten. Und wieder warst du zu schwach. Aber der Verlust macht dich stärker. Du willst doch stark sein. Was ist los? Alles okay. Schnell weiter. Die Chocobos sind so verängstigt, dass sie sich nicht bewegen. Ich bin ganz stark. Ein Angriff? Halt. Wir haben damals beim Aufbau. Schleichen wir vorbei. Was machen die Kerle hier? Ihre Arbeit. Du musst jetzt an Marlene denken. Reiß dich zusammen. Ich kann mich wirklich nicht mehr bewegen. Hallo, wir sind eine Apotheke, aber wir bieten auch andere Dinge an. Herzlichen Dank. Hast du die Person gefunden, die du gesucht hast? Ja, dank dir. Gut. Dann verliere sie nicht noch einmal. Aber nicht einmal unser gepfändetes Haus. Was willst du? Ich will dich. Was ist denn?
Habt ihr sie? Wir suchen immer noch die Häuser nach ihnen ab. Materia kaufen? Wir brauchen Notunterkünfte für die Leute aus Sektor 7. Schrecklich, was passiert ist. Wie ist es hier? Im Vergleich zu Sektor 7 sind wir glimpflich davongekommen. Hier kamen nur ein paar Staubwolken an. Ist es wahr, dass Sektor 7 zerstört wurde? Jesse war auf dem Pfeiler, oder? Ja, Bix auch. Die beiden waren verwundet und konnten nicht laufen. Aber Wedge war unten in den Slums. Verstehe. Ruhig, Kleiner. Schön ruhig bleiben. Ach, das hat keinen Zweck. Ich muss sie suchen. Ich muss Jesse und die anderen finden. Wie? Das ist im Moment das Einzige, was ich tun kann. Cloud, hilfst du mir später bei der Suche? Ja. Das hat vielleicht gekracht. Ob das ein Unfall war? Das hier ist schon Sektor 5, oder? Schnell, bring mich zu Marlene. Ja, das ist das Randgebiet. Noch ein Stück. Lauf schneller, heb die Füße an. Gib halt das Tempo vor. Ist es? Cloud, schön, dich wohl aufzusehen. Lass uns neue Materia finden, um diese Situation zu überwinden. Cloud, ich habe eine neue Hypothese. Und ich hoffe, du kannst mir helfen, die notwendigen Daten dafür zu sammeln. Alles hat gewackelt. Alles.
Das ist das Haus. Marlene! Peyton! Wo ist sie? Wo ist Marlene? Barrett! Mein Name ist Barrett. Marlene ist meine Tochter. Also sie hat kurze Haare und ein Gesicht, so süß wie ein Engel. Ihre Kleidung... rosa! Heute hatte sie was Rosanes an! Die Kleine schläft oben im Bett. Leise, sie schläft! Wollen wir auch hoch? Ich glaube, das würde mich beruhigen. Wehe, ihr weckt mir die Kleine auf. Marlene, ein Glück. Du lebst. Eris ist mit Shinra mitgegangen. Oh nein. Ich hatte Eris zu Marlene geschickt. Ich war das. Obwohl wir uns kaum kannten, war sie so hilfsbereit. Ich habe sie in Gefahr gebracht. Euch trifft keine Schuld. Früher oder später wäre es ohnehin so gekommen. Wegen ihrer Herkunft. Richtig? Hat Eris dir das erzählt? Dann muss sie dir wirklich vertraut haben. Ja, Eris ist vom alten Volk. Sie ist die letzte Überlebende. Anders als ich. Ich bin nicht... ihre leibliche Mutter. Es war vor 15 Jahren. Mein Mann war damals Soldat und an die Front geschickt worden. Er hatte mir in einem Brief geschrieben, dass er mich besuchen kommt. An jenem Tag wollte ich ihn am Bahnhof abholen. Aber ich wartete vergeblich auf meinen Mann. Ich hatte Angst, dass ihm was zugestoßen war. Aber redete mir ein, dass ihm nur der Urlaub gestrichen wurde. Also ging ich jeden Tag zum Bahnhof, um auf ihn zu warten. Und eines Tages traf ich die beiden dort. Ich wusste nicht, ob sie vom Wallmarkt kamen oder ob sie von der Platte in die Slums ziehen mussten. Solche Menschen traf man hier gelegentlich. Bringen Sie Eris in Sicherheit. Das waren die letzten Worte ihrer Mutter. Ohne meinen Mann war ich genauso alleine wie sie. Darum entschloss ich mich, Eris mit zu mir nach Hause zu nehmen. Sie lebte sich schnell ein. Wir verstanden uns gut. Ihr Kleiner war so ein Plappermaul. Sie hat mir alles erzählt. Dass sie mit ihrer Mutter aus einer Forschungseinrichtung geflohen war. Und dass die Seele ihrer Mutter zum Planeten zurückgekehrt wäre und sie sie deshalb nicht vermisst. Zurück zum Planeten. Wie es in den Büchern steht. Ach,
Ich dachte, sie redet Unsinn und korrigierte sie, dass ihre Mutter jetzt im Himmel sei. Doch sie meinte, nein, in diesem Planeten. Ich dachte, sie hätte einfach nur zu viel Fantasie. Mama, du darfst nicht weinen. Das sagte Aeris aus heiterem Himmel. Als ich sie fragte, warum, sagte sie: Der Mensch, auf den du so sehnlich wartest, ist gestorben. Seine Seele war hier, um Abschied zu nehmen. Aber jetzt ist er zum Planeten zurückgekehrt. Ich wollte ihr nicht glauben. Doch dann, nur wenige Tage später, kam der Brief, dass mein Mann im Krieg gefallen sei. Und da wurde mir einiges klar. Trotz allem führten wir ein glückliches Leben. Bis eines Tages... Oh! Jaha! Nein! Geh weg! Aeris? Du bist ein ganz besonderes Kind. In dir fließt das Blut des alten Volks. Ich fragte ihn, was er meinte. Was das alte Volk denn sei. Das alte Volk wird uns zum verheißenen Land führen. Aeris ist der Schlüssel, um den Weg zu öffnen. Manche sagen, es sei nur ein Mythos. Etwas, das Mut machen soll. Doch wir glauben, dass die Schriften wahr sind. Alles, was in ihnen steht. Der Shinra-Konzern braucht jetzt unbedingt Aeris Hilfe. Du lügst! Ich bin nicht vom alten Volk! Wirklich, Aeris? Hast du noch nie Stimmen gehört? Obwohl eigentlich niemand da war? Hab ich nicht! Ich ahnte natürlich, dass das nicht stimmte. Denn... zu oft wusste Aeris Dinge, die sie gar nicht wissen konnte. Seltsam, dass die Turks Aeris nicht gleich verschleppt haben. Obwohl sie wussten, wo sie ist. Es ist wohl wichtig, dass sie ihnen freiwillig hilft und nicht gezwungen wird. Darum würden sie ihr nie etwas antun. Selbst jetzt, wo sie sie entführt haben. Bestimmt darf sie gehen, sobald Shinra keine Fragen mehr hat. Hoffen wir's. Halt! Wo willst du hin? Wirbel nicht unnötig Staub auf. Wenn ich jetzt auch noch Aeris verliere, hab ich niemanden mehr. Ich bitte dich. Cloud, Aeris Mutter könnte recht haben, dass sie sie gehen lassen, wenn sie haben, was sie wollen. Wollen wir... nicht noch abwarten, was passiert? Wir sollten zurück nach Sektor 7. Da wartet auch Arbeit. Und wir müssen noch nach der Bar sehen. Alles klar. Papa bringt alles wieder in Ordnung.